Willst du dich nicht setzen, Bill? Oder nennen die dich hier Billy? Sie nennen dich Billy, stimmt's? Jenny hat's mir erzählt, alle nennen dich Billy. Allerliebst, ein 45-jähriger Billy. Setz dich jetzt bitte hin, Billy. Fühl mich schon wie deine Mathelehrerin. Die ganze Fahrt über habe ich mir fest vorgenommen, freundlich zu sein. Fährst du immer mit dem Auto? Immer. Auch zum Auto? Ist es in Ordnung für dich, wenn ich unten anrufe und mir was zu trinken bestelle? Schon passiert. Anna, was würdest du machen, wenn ich sie jetzt einfach hier behalte? Das ist lächerlich. Was würdest du tun? Ich würde mir den besten Anwalt der Stadt suchen und dich auseinandernehmen lassen. Du würdest vor Gericht ziehen, nur weil ich meine Tochter ein halbes Jahr lang bei mir behalten will? Ich rufe meinen Freund, den Justizminister, an, wenn sie nicht um 15 Uhr im Flieger sitzt. Warum hast du dich eigentlich nie aufstellen lassen? Du wärst eine fantastische Gouverneurin. Weil ich am demokratischen System zweifle. Biete mir eine Monarchie, können wir noch mal reden. Viertel nach eins. Soll ich Jenny anrufen oder willst du? Sag mir, wie ich zu deinem französischen Bauernhaus komme, dann hole ich sie selber ab. Die Titanic in Chiffon. Gott, was hat der Schneider da angerichtet? Wo bleibt denn der Wagen? Entweder es gibt zu wenig Chiffon oder zu viel von mir. Ich habe Schlagseite nach links. Hoffentlich liegt es am Fußboden. Sidney, guck. Guck und versuch milde zu sein. Es ist nach fünf. Wir hätten vor 10 Minuten losfahren sollen. Und? Was hat's gekostet? Nichts. Jerry Bruckheimer hat es bezahlt. Na, dann finde ich es toll. Du findest es schrecklich? Ach, verdammt. Was haben die mit mir gemacht? Ich habe definitiv einen Höcker auf der linken Schulter. $700 mindestens. Und ich sehe aus wie Richard der Dritte. Fällt der Höcker auf? Hast du den nicht immer? Das ist keine Witze. Ich habe gleich einen Fernsehauftritt. Du, da sind keine Höcker. Ich kann gerade keine Höcker erkennen. Auf dieser Seite ist es schief. Siehst du nicht, wie schief es hier ist? Hast du das Papier entfernt? Hallo? Ja? Ah, wie geht's dir? Naja, es ist ein bisschen aufgeregt, würde ich sagen. Meinst du das wirklich, das wird sie? Ja, wollen wir das hoffen? Ach ja, und danke für die Blumen, den Wein, die Suite und was du sonst noch so im Stundentakt vorbeischickst. Moment, Jerry. Jerry Bruckheimer, er will dir viel Glück wünschen. Sag ihm, ich bin auf dem Klo. Der Mann hat die Reise bezahlt, die Suite bezahlt und dir deine beste Rolle der letzten 5 Jahre gegeben. Ich sage ihm nicht, dass du auf dem Klo bist. Dann sage ich es ihm selbst. Jerry, mein Lieber, ich habe Sidney gesagt, er soll dir ausrichten, ich sei auf dem Klo. Weil ich nicht mit dir sprechen wollte, darum. Weil ich mich so verantwortlich fühle. Ich will dich heute Abend nicht enttäuschen. Ich weiß, was dir der Film bedeutet. Ich will so gern für dich gewinnen. Ohne dich gäbe es diesen Film nicht. Ist doch wahr. Nach all der harten Arbeit hast du dir einen Durchhalte-Sonderpreis verdient. Ach, du bist ein kleiner, dünner, ein großartiger Mann. Wenn ich heute Abend gewinne, wird das kein Oscar, sondern ein Jerry Bruckheimer sein. Du bist ein Engel. Gewonnen? Die Leipziger Zwerge. Eine tschechisch-polnische Co-Produktion. Sigmund Wednetzki Produzent und die Regisseure waren Littwalz und Brenovic und Stefan Flech. Habe ich es mir gedacht. Wer hat bester Film gewonnen? Bester Film? Da warst du doch dabei. Kam direkt nach beste Hauptdarstellerin. Da war ich in einer tiefen Depression. Welcher war nun der scheiß beste Film? Ja, meinst du jetzt den besten Film des Jahres
oder denjenigen, den die Akademie als besten Film ausgewählt hat. Wer hat den Oscar gekriegt, du Arschloch? Ich bin kein Arschloch. Es tut mir ehrlich leid, dass du heute Abend verloren hast. Aber versuch's einfach so zu sehen. Es ist nur eine nackte, glatzköpfige, kleine Stadt. Ach komm, sei mir wieder lieb. Erzähl mal, hat er dir seine Telefonnummer in die Butter geritzt? Ach, geh zum Teufel. Zum Teufel? Oh, was ist das? Eine Beleidigung, ein Frontalangriff. Das sieht dir gar nicht ähnlich, Sidney. Das ist nicht dein Stil. Witz parieren, Witz parieren, das ist dein Stil. Manchmal kotzt du mich wirklich an. Wann? Immer, wenn es dir gerade passt. Wenn du nicht kriegst, was du willst, siehst du zu, dass alle um dich herum genauso unglücklich sind wie du. Ich kann niemanden um mich herum entdecken, dem es genauso geht wie mir. Und ich bin nicht unglücklich. Was machst du hier? Ich dachte, du wärst gegangen. Hey, komm jetzt. Du kannst ja nicht bleiben. Hey, wach auf. 11 Uhr? Herr Gott, es ist 11 Uhr? Wach auf! Los jetzt, steh auf, es ist 11 Uhr, verstehst du das nicht? Bescheuert. Ich muss völlig bescheuert sein. Vermittlung? Wie spät ist es? 11 Uhr! Warum haben Sie mich nicht angerufen? Ich hatte auf 8 Uhr den Wettdienst bestellt. Hatte ich wohl! Mr. Michael, Suite 203, 8 Uhr Wettdienst. Hatte ich nicht? Verstehe ich nicht. Gut, sind Anrufe für mich gekommen. Gut, dann stellen Sie die Umleitungsfunktion ab. Ich nehme Anrufe selbst entgegen. Wie konnte ich den Wettdienst vergessen? Hey, mach jetzt, steh auf, ja? Du musst dich anziehen. Meine Frau kann jeden Moment reinspazieren. 11 Uhr? Ihr Flugzeug ist wahrscheinlich schon gelandet. Stehst du jetzt auf? Das ist ein Notfall. Was ist los mit dir? Bist du taub oder was? Ich bete, dass das Zimmermädchen kam, um zu putzen und dass sie so überanstrengt war, dass sie in deinem Bett ohnmächtig geworden ist. Und ich bete, dass die Zimmermädchen in diesem Hotel Pyjamas tragen. Es ist nicht das Zimmermädchen. Dann deine Ärztin, Marvin. Sag, dass es deine Ärztin ist. Weil wenn nicht, brauchst du einen Anwalt. Es ist keine Ärztin, Millie. Es ist deine Frau. Ah! Das hätte ich als drittes getippt. Du kannst American Airlines anrufen, ich brauche das Gepäck nicht mehr. Wir machen ein Selfie von unserer ersten gemeinsamen Kalifornienreise. Nur du, die Notte und ich. Nur wir drei. Das ist in Ordnung, Millie. Lass es raus. Je eher du es rauslässt, desto eher bist es los. Hallo, Schatz. Oh. Ja, wie geht's dir? Ja? Ja. Marvin, die Kinder sind am Telefon. Ja. Dem Papa? Ja, dem Papa geht's auch gut, ja. Er hat ein bisschen schlecht geschlafen letzte Nacht. Im Flugzeug. Ja, irgend so ein Film mit Julia Roberts und Richard Gere. Ich kling komisch. Weißt du, die Fluggesellschaft hat mein Gepäck verloren. Ja, meinen neuen Koffer und auch mein neues Kleid.